Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) hat sich besorgt gezeigt hinsichtlich verschwundener Aufzeichnungen einer Überwachungskamera im Iran. Die Kamera befindet sich in einer Werkstatt für Nukleartechnologie in Karaj, westlich von Teheran. IAEO-Chef Rafael Grossi sagte auf einer Pressekonferenz in Wien, dass man Zweifel habe. Wenn der Iran und die IAEO zustimmen, werden wir Zugang zu diesen Informationen bekommen. Das war die Vorbedingung, nach der dieses Abkommen unterzeichnet wurde. Und ich nehme an, dass das Abkommen zustande kommt, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Aber das müssen andere entscheiden. In der Werkstatt werden moderne Zentrifugen zur Anreicherung von Uran hergestellt. Die Technologie ist sowohl für Atomreaktoren als auch für Atomwaffen relevant. Am Mittwoch gab die IAEO bekannt, dass sie erstmals seit Monaten ihre Kameras in Karaj warten und austauschen darf.